Vimbo, vimbo mfana. Wena wamba vima, vimbo, na minzo vima. Vimbo mfana. Wena wamba vimbo, na minzo vima. Vimbo mfana. Wena wamba vima. Mbenu ya bale. Na minzo vima. Mbenu ya bale. Wena wamba vima. Mbenu ya bale. Na minzo vima. Vima. Wena wamba vima. Hans Ziller, Lehrer, wohnhaft in Seeham. Jetzt sitzen wir da, wir zwei. In deinem Haus, du hast Besuch aus Innsbruck, deine Familie, deine Tochter, dein Schwiegersohn in Spee. Die jungen Leute sind sehr oft in Uganda. Du bist sehr oft in Uganda. Was treibt dich dorthin? Ja, was treibt mich dorthin? Meine zwei, also unsere drei, muss ich eigentlich jetzt mit Simon sagen, sind jährlich zweimal in Uganda. Der Stefan hat 2008 dort eine Organisation, Kinder eine Chance, gegründet. Und 2009 im Frühjahr waren meine Frau Renate und ich bereits erste Mal unten. Und seither ist das für uns nicht ein Urlaub, wie viele Leute glauben, sondern eine sehr, sehr angenehme, verantwortungsvolle Pflicht. Wir machen es sehr gerne, weil ich bemerkt habe, man kann sehr viel bewegen. In Uganda gibt es Schulpflicht, aber auch Schulgeld. Das heißt, die Ärmsten können sich das Schulgeld gar nicht leisten. Sie müssen auch eine Schuluniform tragen, können sie sich auch nicht leisten. Das ist der Punkt 1. Punkt 2. Im ersten Jahr habe ich schon bemerkt, dass die Lehrer in Uganda, ähnlich wie bei uns noch, würde ich sogar sagen, noch im Ersten Weltkrieg, die Methodik haben des Vor- und Nachsprechens. Das heißt, Semmelweis wird gelernt, indem man Semmelweis auswendig lernt. Wenn man zum Beispiel die Frage stellt, 7 mal 5 minus 2, 7 mal 5 ist 35, das können die Kinder sofort beantworten, aber weniger 2, dann brauchen sie bereits die Hände, die Finger, um das auszurechnen. Und da ist natürlich unser Schulsystem in Österreich, das zu den besten der Welt gehört, gerade in letzter Zeit, ich bin zwar jetzt das 12. Jahr in Pension, aber in letzter Zeit meiner Tätigkeit war Montessori-Pädagogik in jeder Schule selbstverständlich. Und daher kann ich den Lehrern unten sehr viel Know-how geben, didaktischer, methodischer Art, indem man den Kindern, praktisch ich unterrichte die Kinder, die Lehrer schauen zu, dadurch bekommen die Lehrer eine sehr gute Fortbildung. Du bist ja Gitarrespieler, wir haben selber miteinander Musik gemacht. Unterrichtest du da drunten auch Musik? Haben die überhaupt Instrumente? Ich selber unterrichte Gitarre. Es sind einige Lehrer, die bereits die Lieder auf Gitarre begleiten. Aber in erster Linie ist die ugandische Musikalität, wie man halt so pseudo sagt, mit Trommeln, mit Rhythmus, mit Tänzen und so weiter, im Ausdruck. Und wir haben eine eigene Schulbrassband, darauf sind wir recht stolz. Ich weiß nicht, sind es 10 oder 15 Trompeten, jedenfalls eine ganze Reihe Trompeten, eine ganze Reihe Posaunen, eine ganze Reihe von Helikon, von anderen Blechblasinstrumenten, und die kommen alle aus dem Land Salzburg, aus der Stadt Salzburg, in erster Linie natürlich von unseren bekannten Musikkapellen, die wir im Laufe der Zeit nach Uganda gebracht haben. Heuer war zum Beispiel mein Bruder Gottfried unten, den Gott kennst du ja, der hat seinerzeit mit uns mitgespielt und hat unten den Musikern und Musikerinnen unserer Brassband gezeigt, wie man übt. Das ist nicht selbstverständlich. Bei uns im Musikum sind lauter Profis als Lehrer. Die Eltern wissen genau, dass die Kinder da daheim üben müssen. Da bei uns gibt es ja
zum Großteil ja keine Eltern oder wenn es auch Eltern gibt, wissen sie nicht, dass das Kind daheim üben muss. Naja, ich kann mir das schon vorstellen. Ich möchte mich herzlich bedanken für dein kurzes Statement und bitte dich, dass du jetzt dann deinen Stuhl frei machst und dann deine Tochter und deinen Schwiegersohn Platz nehmen lässt. Danke. Ossi, ich bedanke mich auch bei dir für deine Bemühungen und ich bin überzeugt, dass uns damit sehr viel geholfen wird. Stefan Pfleger aus Innsbruck, 46 Jahre, arbeitet dort für eine Organisation von Menschen, die nennt sich Kindern eine Chance. Diese Idee Kindern für Kindern eine Chance kommt ja nicht von ungefähr, oder bist du schon damit geboren? Das glaube ich nicht. Irgendwann bist du wahrscheinlich mit Menschen in Beziehungen getreten, die genauso gedacht haben wie du, und daraus hat sich das entwickelt. Kannst du da ein bisschen ganz kurz was erzählen, wie das eigentlich abgelaufen ist? Ich war längere Zeit in der Katastrophenhilfe tätig, war bei Ärzte ohne Grenzen engagiert und habe da über Jahre hinweg erlebt, wie Zustände in Entwicklungsländern sind. Und ich wollte dann gemeinsam mit meiner Lebensgefährtin, mit der Gabriele Ziller, was verändern. Und wir haben uns überlegt, wo wir uns engagieren können. Und so ist die Idee entstanden, auf einer Reise in Uganda dort selber etwas Kleines aufzubauen, einen ehrenamtlichen Verein, wo wir Kindern eine Chance geben. Und für unseren Verein ist Bildung der Schlüssel zur Entwicklung. Und aus diesem kleinen Verein, den wir 2008 gegründet haben, ist mittlerweile eine recht große Organisation geworden, wo wir in Uganda 10 eigene Schulen betreiben, wo wir eine große Behinderteneinrichtung haben, Lehrwerkstätten im Bereich Tischlerei, Schlosserei, Schneiderei, Schuhmacherei haben. Und darüber hinaus ist ein ganzes Netzwerk an Aktivitäten entstanden. Und ich freue mich auch immer wieder, wenn Freiwillige nach Uganda kommen. Und Hans und Renate Ziller sind halt zwei, die uns aufgrund der familiären Bindung regelmäßig besuchen und vor Ort dann eben mitarbeiten. Der Hans Ziller als gelernter Pädagoge, natürlich im schulischen Bereich. Und da, ja, das ist schon eine schöne Tradition. Sie waren jetzt zum 8. Mal in Uganda und unterstützen unsere Arbeit dort, sowie mittlerweile etwa 70 Freiwillige, die alle für mindestens 3 Monate nach Uganda gegangen sind und dort mitgearbeitet haben, um einfach das Projekt zu unterstützen. Super, jetzt geht ihm also deine, ich sage einfach du zu dir. Ja, jetzt hast du schon mal zwei Sachen gesagt, wir bleiben beim Du. Deine Lebensgefährtin ist die Tochter eines alten Freundes von mir. Und mir gefällt das einfach so gut, dass sie dich da so engagiert, um für diesen Verein in einem fremden Land zu arbeiten. Was macht deine Lebensgefährtin? Was macht sie eigentlich dort? Naja, die Gabi und ich sind praktisch Kopf und Seele der Organisation hier in Österreich, Kindern eine Chance, mit einem Team von sehr engagierten Leuten. Das heißt, hier in Österreich bemühen wir uns, die finanziellen Mittel für die Arbeit in Uganda aufzutreiben. Und wenn wir in Uganda sind, geht es darum, das lokale Team, also mittlerweile haben wir etwa 150 lokale Mitarbeiter in Uganda, die dort einen Job haben, und dieses Team mit dem dortigen Management-Team zu führen und zu leiten und weiterzuentwickeln. Es ist nicht mehr so, dass jede Familie, wo wir ein Patenkind aufnehmen, selber besuchen können. Dafür ist einfach die Organisation zu groß geworden. Aber die Gabi zum Beispiel ist hauptverantwortlich für das Patenprogramm, wo wir mittlerweile etwa 1100 Kinder im Patenkinderprogramm betreuen, mit mehreren Sozialarbeiterinnen vor Ort. Und die Gabi koordiniert das. Ich auf der anderen Seite bin zuständig, vor allem die Weiterentwicklung bei Baustellen voranzutreiben. Oder derzeit bohren wir mehrere Brunnen, solche Dinge. Aber natürlich immer
im Hinblick darauf, wir haben vor Ort ein gutes Team von lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit denen wollen wir das Projekt weiterentwickeln. Also das ist ein sogenanntes Lehrprojekt. Ihr lernt den Leuten dort. Nein, das würde ich nicht so sagen. Es ist ein Geben und Nehmen. Ja. Wir sind vor Ort tätig. Wir haben das Privileg, in einem sehr reichen Land geboren worden zu sein, wo die Schulbildung, wo die Ausbildung möglich ist. Und wir haben gewisse Fähigkeiten, die wir versuchen, dort einzusetzen und gemeinsam mit den Menschen vor Ort weitere Projekte zu entwickeln. Ich verwehre mich dagegen, wir als Gescheideweise ja, gehen dahin und sagen jetzt einmal, wie es geht. Das ist nicht der richtige Ansatz. Es geht darum, dass wir gemeinsam Projekte entwickeln, wie wir vor Ort das Land weiterbringen können. Und unser Ansatz ist ganz klar Bildung, wobei Bildung nicht nur akademisch zu sehen ist, sondern wir bemühen uns, den Kindern und Jugendlichen auch praktische Fähigkeiten zu vermitteln. Deswegen ist es uns so unheimlich wichtig, dass wir eben Workshops haben, dass wir Werkstätten haben, wo langfristig den Jugendlichen was beigebracht wird, dass sie später auf eigenen Füßen stehen können, indem sie ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen können. Ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich auch eine Frage des Geldes ist. Ihr braucht dazu Geld. Leute, auch in meinem Bekanntenkreis sagen, ja, ich spende nichts mehr dorthin, ich kriege ja gar nichts, die kriegen kein Geld, das versickert irgendwo. Wie ist denn das bei euch? Wie ist denn das garantiert, dass Spendengelder auch dorthin kommen, wo sie hinkommen sollten? Ich kann die Einstellung verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir arbeiten in Österreich ganz klar rein ehrenamtlich. Und wenn wir nach Uganda fahren oder Hans und Renate Ziller nach Uganda fahren oder andere Freiwillige, zahlen die sich das alle aus der eigenen Tasche. Jeder Cent, der da in Österreich gespendet wird, geben wir in Uganda für die Projekte dort aus. Das ist einfach nur möglich, weil auch hier alle ehrenamtlich arbeiten und weil wir natürlich vor Ort schauen, dass da das Lokale, also die einheimischen Mitarbeiter, viele Aufgaben übernehmen. Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, es gibt auch Organisationen, die das im großen Stil machen und die müssen natürlich auch einen gewissen Anteil für Verwaltungskosten aufwenden. Ja? Nur sollte der halt nicht so groß sein, wie er manchmal ist. Ist klar. Was unterscheidet eure Organisation Kindern eine Chance von anderen Organisationen, die in etwa das Gleiche machen oder Ähnliches? Was ist bei euch besser, was ist bei euch anders, direkter? Ich will nicht sagen, dass es besser ist, ja? Aber natürlich bemühen wir uns, die Hilfe wirklich dort zu leisten, wo sie aus unserer Sicht am notwendigsten ist. Das heißt, in den ländlichen Regionen, in den Dörfern, wo einfach der Zugang zu Schulbildung sehr häufig einfach nicht gegeben ist. Wir bemühen uns vor Ort ganz klar mit den lokalen Behörden zusammenzuarbeiten. Wir haben zum Beispiel ein Jausen-Programm, wo wir in etwa 50 Schulen Maismehl ausgeben, Vollkorn-Maismehl, das wir in der eigenen Mühle mahlen. Damit kommen die Kinder eher zur Schule, weil sie eine warme Mahlzeit dort bekommen. Im Gegenzug tun unsere Field Officers, ja, die das Projekt leiten und dort arbeiten, kontrollieren, ob die Lehrer anwesend sind, ob die Lehrer vorbereitet sind, geben diese Informationen an die Landesschulrätin, darf man bei uns sagen, dort weiter. Bis dato hat die gar nicht die Möglichkeit gehabt, ihre Schulen zu inspizieren, weil sie 3 Mitarbeiter hat, 2 Motorräder, aber kein Geld, um die Motorräder zu betanken. Und da arbeiten wir mit den lokalen Behörden zusammen, um langfristig im Schulsystem was verändern zu können. Und das sind so Maßnahmen, wo ich glaube, dass wir sehr viel erreichen können und wo wir jetzt nach 8 Jahren schon sehr große Erfolge sehen. Stefan, kannst du uns mit ein paar Sätzen ein bisschen was von diesen Erfolgen sagen? Erklären. Ganz
Also ganz konkret, weil ich jetzt über das Jausen-Programm gesprochen habe. Die Anwesenheit der Schüler und der Lehrer in ländlichen Schulen ist enorm angestiegen und damit auch die Qualität des Unterrichts. Ja? An Kindern, wenn ich da an Abdul denke, der jetzt eine Elektriker-Ausbildung macht, von dem wir ganz sicher wissen, der wäre nie und nimmer in der Lage gewesen, von seinem familiären Umfeld her, die Schule bis auf Secondary Level, also bei uns würde man sagen Mittelstufe, abzuschließen. Und jetzt hat er eine richtige Berufsausbildung. Ja. Der Habibu, der jetzt eine Anstellung als Maurer gefunden hat, nachdem wir ihm die Maurerlehre ermöglicht haben. All das sind so Erfolgserlebnisse, die ganz klar sagen, okay, es macht Sinn. Und die größten Erfolgserlebnisse oder die eindrücklichsten haben wir, glaube ich, im Behindertenbereich. Wir haben eine große Behindertenschule aufgebaut, wo Kinder mit Behinderung Therapie bekommen, wo sie Unterricht bekommen. Und man muss sich vorstellen, in Uganda sind behinderte Kinder wirklich vernachlässigt. Diese Kinder werden praktisch nie was zum Familienunterhalt beitragen können und insofern werden sie häufig traurigerweise als wertlos angesehen. Und die Kinder bemühen wir uns zu unterstützen und oft finden wir Kinder, die wirklich im Prinzip zum Verhungern ins Eck gelegt worden sind. Und da, wenn man sich da manchmal Bilder anschaut von Kindern, wie wir sie gefunden haben und wie sie dann 6 Monate später ausschauen, wie sie sich entwickelt haben, da sieht man, die Arbeit macht Sinn. Ja. Vielen Dank für die paar Beispiele. Ich möchte jetzt mit der Gabriela noch ein bisschen sprechen und darf dich inzwischen mal entlassen und wir machen einen kurzen Platzwechsel. Danke. Gabriele Ziller, jetzt wohnhaft in Innsbruck bei ihren oder mit ihrem Freund Stefan. Gabriele, wie kann man eure Organisation unterstützen? Nicht nur, dass ich jetzt so ein kleines Filmchen mache, das man dann herumzeigen könnte, aber wie schaut das finanziell am besten aus? Wie geht das? Man kann uns finanziell unterstützen. Das hilft uns natürlich jetzt in Österreich vor Ort am meisten. Das fängt an mit 10 Euro einmalig, geht aber bis zu Idealfall 10 Euro monatlich, womit man eine Patenschaft übernehmen kann. Das heißt, mit 10 Euro kann man wirklich einem Kind in Uganda den Schulbesuch ermöglichen. Damit kann man aber nicht nur das Schulgeld zahlen, sondern wir können mit dem Geld auch Jausekaufhefte und Stifte besorgen und eine Schuluniform, weil in Uganda herrscht Pflicht für Schuluniformen. Man kann uns natürlich also nach oben sind alle Grenzen, es gibt keine Grenzen, das ist ganz klar. Das Wichtige ist, denke ich, dass wir einfach garantieren können, dass diese 10 Euro 1:1 in Uganda ankommen, weil wir in Österreich überhaupt keine Ausgaben haben für uns selber, also für die Arbeit der Mitarbeiter. Man kann uns aber nicht nur finanziell unterstützen, sondern wir geben auch kein Geld für Werbung. Also das einzige Geld, das wir investieren müssen, ist, dass wir eine Website haben. Aber wir arbeiten halt hauptsächlich wirklich über Facebook und über Mundpropaganda. Das heißt, man kann uns spenden, man kann aber gleichzeitig einfach auch erzählen, dass es uns gibt und uns so weiterhelfen. Denn wenn nur indem wir bekannter werden, kriegen wir natürlich mehr Unterstützer. Und die, die überhaupt besonders mutig sind, die gehen überhaupt als freiwillige Mitarbeiter für 3 Monate mindestens nach Uganda. Weil das brauchen wir auch. Wir haben in Uganda zwar ein lokales Team, das auch dort einen ortsüblichen Lohn kriegt, aber die Österreicher, die runtergehen, die bringen halt viel sehr fachspezifisches Know-how mit. Wir haben Physiotherapeutinnen zum Beispiel, die im Behindertenbereich arbeiten, die dann aber vor Ort den ugandischen Kollegen helfen. Oder wir haben Lehrerinnen, die dann auch mit dem ugandischen Lehrerteam gerade im Lehrbereich, da kann mein Papa ganz viel dazu natürlich sagen, aber gerade im Lehrbereich viel, viel praktische Unterrichtserfahrung mitbringen und in Österreich wird einfach ganz anders unterrichtet als in Uganda. In Uganda ist man da in der Entwicklung sicher noch weiter hinten. Wir haben aber einen Zimmermann jetzt gehabt, also Handwerker, da hat man ganz, ganz viele brauchen, die einfach praktisch mitarbeiten und so selber was bewegen. Also Menschen melden sich, fahren dorthin, arbeiten mit,
auf Augenhöhe und kriegen nichts dafür. Kriegen kein Geld dafür. Kein Geld. Kriegen aber was sonst kriegen ganz Sie? Viel. Was ja. kriegen Sie? Also, ich weiß es ja von uns selber, weil wir natürlich auch viel gefragt werden, warum tut man das? Man kriegt ganz, ganz viel zurück. Und zwar kriegt man einfach viel Bestätigung zurück, dass das Tun auch einen Sinn hat. Du kriegst leuchtende Kinderaugen. Das ist der schönste Dank, den man, glaube ich, haben kann. Aber wir jetzt nach 8 Jahren sehen natürlich nur viel mehr, dass es einfach wirklich eine Weiterentwicklung gibt und dass man durch die Arbeit vor Ort einfach wirklich einen Teil zur Entwicklung der Menschen beitragen, also der Kinder und Jugendlichen beitragen, die wir unterstützen. Aber auch der Mitarbeiter. Also da sagen wir dann auch unsere Mitarbeiter, die jahrelang mit uns sind, die haben sich extrem weiterentwickelt und durch uns extrem viel gelernt. Gabriele, was würde passieren, angenommen, ihr hättet das Geld nicht mehr zur Verfügung und ihr müsstet euer Projekt in Uganda beenden. Was würde dann passieren? Also dann wäre es sicher so, dass die Kinder und Jugendlichen, die jetzt von unserer Arbeit profitieren, einfach allein gelassen wären. Weil wir bauen einfach unser Projekt ganz bewusst auf dem auf, dass wir den Ärmsten der Armen helfen wollen und nicht mit dem Ziel, dass sie zum Beispiel unsere Schulen in Uganda selber erhalten. Wir könnten ja in Uganda auch viel Schulgeld einheben und es gibt da in Uganda genug reiche Leute, die dann vielleicht kommen würden und Schulgeld zahlen und die Schulen erhalten. Wir wollen aber ganz bewusst auf die Ärmsten der Armen zielen und eben unsere Schulen für die ländliche Bevölkerung einfach mit einer guten Qualität öffnen, dass die einfach Zugang zur Bildung haben. Wenn wir jetzt nicht mehr wären, dann würden diese Schulen früher oder später zusperren müssen. Oder sie eine andere Einkommensmöglichkeit überlegen und dann würden die Armen erst recht durch die Finger schauen. Also das heißt, alles, was wir in Uganda aufbauen, ist schon auf dem aufgebaut und dessen sind wir uns auch bewusst. Also wir basieren auf den Spenden aus Österreich. Gabriele, zum Abschluss noch eine Frage. Wie heißt der Ort, wo Sie da hauptsächlich tätig sind? Also wir sind, unser Büro ist in Tsigoti, das ist 60 Kilometer westlich von der Hauptstadt Kampala. Mhm. Allerdings haben wir mittlerweile eben 10 Schulen an 8 verschiedenen Standorten. Also das sind alles kleine Dörfer in Uganda und ganz bewusst im sehr ländlichen ja. Gebiet. Gabriele, wie oft wart ihr jetzt schon in Uganda? Ich war jetzt das 14. Mal in Uganda. Das 14. Mal? Mhm. Jedes Jahr einmal? Jedes Jahr zweimal. Jedes Jahr zweimal? Und jedes Jahr zweimal, insgesamt 5 Monate im Jahr. Mhm. Und der junge Mann, nehmen wir, wie heißt denn du? Der Simon Zähler. Du bist der Simon Zähler. Und fährst du auch immer mit? Mhm. Und fährst du dort? Ja. Ja, schön. Der Simon war jetzt auch schon 10 Mal, glaube ich, in Uganda ungefähr, muss ich ausgehen. Ja, genau. Öfter? Naja, 10 Mal. Also das erste Mal mit 4 Monaten und jetzt ist er 5. Das 2-mal im Jahr. Das ist auch ein schöner Ausklang unseres Berichtes.